Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als wir vor kurzem hier zur ersten Lesung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes diskutiert haben, gab es eine seltene Einmütigkeit zwischen den Fraktionen. Alle wehrten sich dagegen, das 25%-Ziel Anteil KWK an der Nettostromerzeugung aufzugeben. Es war Herr Post, Frau Verlinden, ja, und selbst der Herr Köppen. Gegen diese Einmütigkeit des Parlaments bei der Rettung der KWK, so schien es, ist das Ministerium machtlos. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt passiert's. Doch die Einigkeit war trügerisch, wie wir jetzt wissen. Und was ist daraus geworden? Nach Verhandlungen der Fraktionen SPD und CDU/CSU ist ein knappes 20%-Ziel daraus geworden. Und ich finde, das ist zu wenig. Und ich muss sagen, ich bin auch persönlich enttäuscht. Und ich muss schon sagen, auch wenn wir vermutlich aus etwas unterschiedlichen Gründen für die Beibehaltung der 25%-Marke waren, dass SPD und CDU/CSU nun so eingeknickt sind, das enttäuscht mich. Und im Entwurf gab es rechnerisch eine Absenkung auf 19,2% an der Nettostromerzeugung. Nun mit dem Änderungsantrag kommen wir auf 19,6%, lieber Kollege, wenn wir das neue 110-Terawattstunden-Ziel bis 2020 umrechnen. Und das ist quasi vom Niveau her eigentlich das Gleiche. Und Sie haben nun auch ein Ziel für 2025 eingeführt. Und das finden wir erstmal gut. Allerdings kommen wir hier nur auf 21,4%, und das ist natürlich zu wenig. Eine Verbesserung gegenüber dem Entwurf ist, dass Sie die Förderübergrenze für KWK-Zuschläge bei der Objekt- bzw. Quartiersversorgung und die Förderzeiten angehoben haben. Und das ist erfreulich. Und schließlich kann auch die kleine KWK einen spürbaren und bürgernahen Beitrag zur Energiewende leisten. Und ich hätte mir zudem gewünscht, dass ein Wärmeziel formuliert worden wäre. Also bessert es da mal nach. Und es gibt offensichtlich keine Strategie dafür, wie man Kommunen dazu bringt, kommunale Wärmepläne zu erstellen, etwa durch eine finanzielle Unterstützung. Dass es der CDU/CSU besonders um die industrielle KWK geht und sie daher noch die Möglichkeit einer Sonderförderung ab 2017 ins Gesetz geschrieben hat, finden wir problematisch. Und da redet man dann auch über die Energiepolitik der CDU. Und die ist ja in Wirklichkeit und im Wesentlichen Konzernrettungspolitik, und zwar in allen Fällen. Die CDU ermöglicht gerade den Atomkonzernen, sich aus der Verantwortung zu stehlen für Atommüllentsorgung und den AKW-Rückbau. Und die Bundesregierung zieht den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Geld aus der Tasche und vergoldet damit den Konzernen uralte Kohlekraftwerke. Auch wenn Sie das nicht gern hören wollen, Sie müssen es einfach anhören. Und weil die Kohlestromindustrie statt 22 Millionen Tonnen Einsparung jetzt nur noch 12,5 leisten muss, sollte ursprünglich ja die KWK für einen Teil der fehlenden CO2-Einsparungen aufkommen. Und das ist jetzt leider hinfällig. Wenn man so nachbessert, dann ist das schädlich. Denn offenbar hat die Union jetzt dafür gesorgt, in das KWK-Gesetz eine weitere Kohleförderung reinzuschreiben. Sie können ja immer nur Nein sagen und wir können was anderes abstimmen. Aber momentan schaut es so aus. Und im gleichen Atemzug spricht die Umweltministerin von einem Kohleausstieg. Und ich stelle fest, die Bundesregierung spricht hier nicht mit einer Stimme. Und es wird Zeit, dass sie endlich ein geordnetes Verfahren zum Abschied aus der Kohleverstromung einleiten, meine Damen und Herren, dann weiß jeder, woran er ist, wie beim Atomausstieg. Und es braucht auch diese Sicherheit. Danke. Das Wort hat jetzt die Kollegin Barbara Lanzinger für die CDU/CSU.